In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Scheibenbremse einbauen und einstellen. Nehmen Sie zuerst die Räder ab und betätigen Sie dann die Parkbremse. Als nächstes montieren Sie die Standfüße, indem Sie diese in die Schiebeaufnahme schieben. Verschrauben Sie diese anschließend mit den kleinen Schrauben. Um die Rotoren zu montieren, schrauben Sie zunächst die Distanzscheiben ab. Je nach Modell verwenden Sie bitte einen Maulschlüssel der Größe 7 oder einen Innensechskantschlüssel der Größe 4. Ersetzen Sie die Distanzscheiben durch die Rotoren. Die Rotoren sind mit Pfeilen markiert, die die Laufrichtung der Scheibenbremse vorgeben. Achten Sie darauf, dass der Pfeil in die Drehrichtung des Rades zeigt. Schrauben Sie die Rotoren mit den Radstiften wieder fest. Bevor Sie die Bremssättel montieren, achten Sie auf die korrekte Ausrichtung. Der linke Bremssattel ist durch ein L markiert. Um die richtige Seite zu bestimmen, stellen Sie sich hinter den Anhänger. Nun werden die Bremssättel auf die Rotoren gesetzt. Dabei zeigen die Metallhalterungen zur Achse. Die Bremssättel werden mit den Schrauben durch die Bohrungen in der Achse festgeschraubt. Die Bohrungen der Bremssättel und die der Achse müssen dafür parallel übereinander liegen. Um den Bremssattel einzustellen, lösen Sie die beiden Schrauben. Der Bremssattel muss so positioniert werden, dass der Rotor mittig zwischen den Bremsbelägen liegt. Nur so kann ein schleiffreier Lauf gewährleistet werden. Ziehen Sie die vorher gelösten Schrauben wieder an, wenn Sie den Bremssattel eingestellt haben. Lösen Sie die Parkbremse wieder. Um zu überprüfen, ob der Rotor schleift, drehen Sie diesen. Falls dies der Fall sein sollte, wiederholen Sie den Einstellvorgang. Stellen Sie die Bremssättel ein, indem Sie im Wechsel an den Schrauben und an dem Rotor drehen. Gehen Sie so vor, bis der Rotor schleiffrei läuft. Um den Bremshebel zu montieren, schieben Sie die Polster des Handgriffs auseinander. Setzen Sie den Bremshebel an und schrauben Sie diesen leicht fest. Drehen Sie den Bremshebel in seine finale Position und schrauben Sie ihn dann fest. Richten Sie die Einstellschraube so aus, dass die Einschnitte eine gerade Linie ergeben. Setzen Sie das Bremsseil in die Fassung am Bremshebel und verlegen Sie dieses durch die seitlichen Einschnitte. Ziehen Sie die Einstellschraube wieder fest. Legen Sie das Bremsseil in die Schraube. Als Tipp: Das Bremsseil hält erst fest im Bremshebel, wenn die Scheibenbremse fertig montiert ist. Fixieren Sie dann mit Hilfe der Klettbinder das Bremsseil am Schiebegriff. Beim Sportrex wird der Bremszug auf der linken Seite durch die linke Öffnung neben dem Schiebegriff geführt. Beim KITGO wird der Bremszug unter der Kofferraumabdeckung auf der linken Seite durch die Öffnung rechts neben dem Schiebegriff verlegt. Beim SPEEDKIT wird der Bremszug links außen zwischen Rahmenstange und Kofferraum verlegt. Öffnen Sie als nächstes den Kofferraum. Nun müssen die Bremshülsen auf die Bremsseile aufgezogen werden.
Anschließend werden die Bremszüge in den Bremszugverteiler gesteckt und die Schraube angezogen. Die Bremszüge halten erst im Verteiler, wenn die Scheibenbremsen fertig montiert sind. Dann werden die Bremszüge durch die Öffnung im Kofferraum gesteckt. Das Ende des Bremsseils wird durch die Bremsseilaufnahme am Bremssattel geführt. Achten Sie darauf, dass die silberne Endkappe vollständig in der Fassung ist. Lösen Sie dann die Schraube der Bremsseilklemme. Führen Sie das Ende des Bremsseils durch die Bremsseilklemme. Nun müssen Sie die Stärke der Bremse einstellen. Dazu schieben Sie das Ende des Bremsseils weiter durch die Aufnahme, um die Bremskraft zu verstärken. Dann ziehen Sie die Schraube fest. Der Quetschnippel wird auf das Ende des Bremsseils gesetzt und mit einer Zange festgedrückt. Fixieren Sie die Bremszüge mit einem Kabelbinder an der Achse. Dann können Sie die Räder wieder anbringen. Auch der Bremshebel kann noch eingestellt werden. Drehen Sie die Einstellschraube auf eine mittige Position, um einen großen Einstellbereich zu gewährleisten. Kontrollieren Sie die Bremswirkung, indem Sie die Räder gleichmäßig andrehen und dann den Bremshebel fest anziehen. Wenn die Räder nicht gleichzeitig bremsen, müssen Sie die Bremse nachjustieren. Lösen Sie die Schrauben am betroffenen Rad und verstärken Sie die Bremswirkung, wie im Video gezeigt. Ziehen Sie die Schraube dann wieder an. Überprüfen Sie die Bremswirkung erneut. Die Bremse ist richtig eingestellt, wenn beide Räder gleichzeitig zügig zum Stillstand kommen. Das Joggerband wird beim Sportrex in dem Ring am Kabinenboden befestigt. Beim Speedkit wird das Joggerband um die Achse gelegt. Beim Kitco wird das Joggerband in dem dafür vorgesehenen Loch am Bremspedal befestigt. Legen Sie sich das Joggerband um die Hüfte, fixieren Sie es und haken Sie es in dem dafür vorgesehenen Ring ein.